So Leute, wir sind wieder da bei Pokémon. Ich habe eigentlich eine recht kurze Pause gemacht. Für euch ist es ein 2 Tage, für mich ist es vielleicht nur, ich weiß auch nicht, es waren 10 Minuten. Naja, wir können weiterhin auf diesen lustigen Berg aufnehmen. Wir brauchen so, wo kriege ich diese Tumore her? Na, dich ignoriere ich mal. Gehen wir mal hier rauf. Ne, da können wir nicht rauf. Was ist hier rechts? Oh mein Gott. Oh. Mein Hals. Kleinstein, lassen wir einfach mal in Ruhe. Könnte ich einfach, haben wir nämlich noch nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Also daher können wir es auch einfach lassen. Was haben wir hier? Hier haben wir weitere Gegner. Wunderbar. Ui, ein Ponita. Das ist so putzig. Ein Pony mit Flammen. Da freuen sich sicherlich einige Leute, aber ich nicht. Oh, ein Item. Angriffsplus. Ja. Wie Megablock und Visualizen für mich uninteressant und ich werde es wahrscheinlich nie benutzen. Und wieder Bonita. Oh, sogar schnell bei 36. Ich will aber nicht dagegen kämpfen. Ich will eigentlich schauen, wie ich da jetzt raufkomme. Oh. Ja, das war jetzt aber schon hier unfair, ja. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht oder kurz vor dem Ausbruch steht. Interessant, Leute. Und wieder haben wir was gelernt. Mein Bildungsauftrag wurde damit erfüllt. Ja, so sieht's aus. So, wir haben ein Owai. Owai ist Pflanze. Ich denke mal, da kommen wir ganz gut mit Blitzer ran. Ah, es ist paralysiert. Ich hätte ihn mal heilen sollen. Ich glaube, das wäre nicht so schlimm gewesen. Und jetzt ist er auch noch verwirrt. Ach nee, oh nee. Das habe ich jetzt verwechselt. Bananenattacke. Ihr habt es nicht gehört und alle sind glücklich. Glücklich. Boah. Sieht aber recht wenig an Konfession, ne? Ja. Ah, jetzt sind wir verwirrt. Das war zu viel für einen Armensichler. Ja, genau. Sicher wird euch jetzt zeigen, indem er jetzt einfach mal hier voll reinhaut mit dem Volltreffer. Gelsichlor. Ja, das sollst du nicht selbst einen Volltreffer verpassen, sondern Owai. Nee, Gott. Ah, ey, Pokémon trainieren, das ist die Hölle, Leute. Hier kommt es niemals Pokémon nicht. Gerade davon ab. Ja, triff dich nochmal. Komm, fahr ich einfach. Ja, ist immer noch verwirrt. Sehr geil. Also ich weiß nicht. Ja. Lass dich drei Runden ineinander. Lässt du dich von der Verwirrung wirklich treffen. Ich glaub's nicht. Komm, verreck halt jetzt einfach. So, jetzt bist du tot. Ist mir egal. Hau ab, Schicki. Turtok ist wieder mein. Ja, ist immer noch verwirrt. Immer noch. Ja, viermal hintereinander. Ist klassisch. So. Geh weg. Ganz ehrlich, geh weg. Ich nehme wieder Turtok. Turtok ist wieder die neue Nummer 1. Die alt-neue Nummer 1. Komm her, Turtok. Yay, Turtok. Alle lieben Turtok. Ah, das ist jetzt nicht so schlau wie ein Pflanze, oder? Egal. Hat gereicht. Siehst du, so geht das. Ah, nicht so wie sie. Ich bin verwirrt. Ich hau mich selbst. 4 Runden hintereinander. Ich glaube, die kann nur so viel Pech haben. So, jetzt haben wir noch die Weiterentwicklung. Probieren wir mal Folgendes aus. Wir nehmen jetzt einfach mal Aqua-Hauptbitze in der Hoffnung, dass es auch einmal... ach nee, wir nehmen Blitzer. Ich vergesse immer, dass Turtok jetzt auch Blitzer kann. Die Pflanze ist sehr, sehr effektiv. Dann haben wir auch gar keine Probleme. So wie sie es auch gehört, Leute. So wie es sich gehört. Ja, effektiv. So ist es gut. So, dann hauen wir jetzt erstmal auch wieder Turtok. Ach nee, weißt du was, wir lassen das so. Ich glaube, das nächste Pokémon ist Zorn und Zorn wird mich auch nicht so enttäuschen. Und der Pokémon-Trainer hat doch gerade ausgesehen wie Ash, oder? Ah, da ist ja die Höhle. Die habe ich gesucht. Dann. Zu viele wilde Pokémon müssen wir fliehen. Wieder überall Zertrümmerer-Steine. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt Zertrümmerer kriegen. Ob wir das dann einsetzen können? Das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir Zertrümmerer überhaupt benutzen können. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo erwähnt worden ist, allerdings überlese ich die Hälfte und dadurch hat das gar keine Relevanz. Oh, da ist noch ein Eingang. Ein Höhleneingang in einer Höhle. Paradox, Leute. Und wir sind schon wieder draußen. Oh. Ah, jetzt sind wir hier. Gehen wir mal da rauf. Das sieht aus wie ein Rätsel. Ich glaube, das ist auch ein Rätsel. Das sollten wir normal schaffen. Das scheint jetzt nicht so schwer zu sein. So, wir müssen mit denen nach oben, links, links, hoch und
Lavados. Das kommt jetzt sehr überraschend, Leute. Oh, kommt wirklich überraschend. Gott, boah, ja. Was machen wir denn jetzt? Versuchen einzufangen? Ja, ist wahrscheinlich logisch. So, wir sichern erstmal. Ja, wir möchten das Spiel sichern. Ja, wir wollen das Spielstand überschreiten. Schade, normalerweise würde ich das eigentlich in der Bonusfolge packen, aber egal, wir hauen es halt jetzt einfach dann dazu mit rein. Egal. Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht schaffen. Egal. Starten. Spannung. Ich reibe mir gerade die Finger. Ich glaube, es wird nicht. Oh Gott, episch. Mein Gott. Ein Lava. Okay. Los. So, Thor, du machst jetzt erstmal hier Mega-Kick. Ich will jetzt auch ein bisschen töten. Ich weiß nicht, wie stark wir sind. Oh, das war ja schon knapp hier. Pokémon. Dragoran nehmen wir jetzt halt, aus dem einfachen Grund, mit Dragoran können wir Lavados paralysieren. Dann beleben wir noch einmal unseren lieben Freund und Kupferstecher. Ah, Flammenwurf. Flammenwurf, zieht das Filo? Das ist nicht wirklich effektiv. Aber Dragoran brennt. Das ist nicht so toll. Egal. Also wir nehmen jetzt erstmal unseren lieben Freund, also wir nehmen erstmal Donnerwelle. Dann werden wir unseren Freund Sichlor wiederbeleben. Und dann werden wir versuchen, mit Sichlor und Rufschlag, glaube ich, das nur niedrigste Level zu bekommen. Und dann versuchen wir es einzufangen. Toller Plan, ne? Vielleicht schaffen wir es. So, glaube ich, das ist passiert. Das klappt eventuell nicht an. Das ist schon mal gut. Die Verbrennungen scheinen drauf ran. Das ist schon mal schlecht. Aber, das wird das große Problem. Feuerwirbel ist nicht schwach, Feuerwirbel ist richtig stark und ich weiß nicht, das könnte noch für Probleme sorgen. Was ist denn das so? Ja, Beute, dann müssen wir runter auf normale Items. Ja, Sonderbaum brauche ich jetzt nicht, wo ist denn der Top-Beleber? Da ist der Top-Beleber. Sichlor. Die KP von Sichlor wurden um 166 aufgefüllt. So, wie es gehört, glaube ich, dass das Agilität ein. Könnte jetzt echt interessant werden. Wobei mir gerade einfällt, bevor wir jetzt unseren Sichlor einsetzen, versuchen wir erstmal Folgendes. Ich habe leider kein Schlaf-Pokémon dabei, das finde ich sehr schade, aber wir nehmen jetzt Taubos. Ja, wir nehmen Taubos. Die jetzt gar nicht ausgetauscht werden. Ich glaube jetzt, gut, dann probieren wir jetzt mit. Versuchen wir es einfach schon mal, ihn einzufangen, wenn wir schon das Pokémon wechseln können, bis es dann endlich Dragoran tot ist. Ja. Erstmal ein Pokéball. Ja, Pokéball scheint für mich sehr, sehr scharf. Ich will noch nicht meine Hyperbälle verschwenden, also falls ich jetzt Dragoran Pokéball einsetze. Ich würde aber auch nicht ganz sinnlos die Runden hier bekommen. Oh nein, es hat sich befreit. Was bringt Ausdauer? Der Dach ist mir nicht einmal bekannt. Ausdauer, Ausdauer. Ja. Dragoran wurde Feuerwirbel verletzt. Achso, deswegen kann er nicht wechseln, weil den Feuerwirbel drin steckt. Ah, ist natürlich blöd. Meisterball. Nee, den will ich nicht verschwenden. Den brauchen wir noch für ein anderes Pokémon. Ja, jetzt mal welches. Genau. Dieses Pokémon. Wir reden natürlich über Pikachu, das stärkste Pokémon, das es in diesem Spiel gibt. Oh Gott. Stirb halt endlich, damit ich nicht auswechseln kann. Ja, jetzt ist er von Feuerwirbel befreit. Jetzt könnte ich ihn natürlich auswechseln. Was wir jetzt auch machen werden. Meine Güte, ne? Ganz knapp, das ist ganz knapp überlebt. Hey, nicht in Ordnung, okay. So, jetzt ist Taubos und Feuerwirbel und es zieht mich. Relativ wenig ab. Okay, solange es nicht Flammenwurf ist, gefährlich. Jetzt nehmen wir nämlich Sandwirbel. Und klatschen die ganze Zeit mit Sandwirbel rein, dass er einfach keine Kacke mitkriegt. So weit in der Theorie. So, das machen wir jetzt schnell und ich hoffe, dass das geht. So, seine Initiative ist sowieso schon so, wie es geht. Ich spule mal einfach mal vor. So, weil es ist zu langweilig, das wollen wir natürlich nicht. Ja,
weiter, da dann, bis Taube stirbt oder bis es nicht mehr geht. So, weiter nach unten, paralysiert. Weil entweder ist er dann paralysiert oder trifft halt nicht. Das ist wichtig wegen. So, kann ich mir weiter gesinkt werden. Okay, dann können wir jetzt auch das Pokémon wechseln. Seht ihr, jetzt geht's daneben. Weil ganz ehrlich, sonst könnte ich es passieren, dass sich löscht Tür, bevor ich überhaupt seinen Punktschlag machen könnte. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann aber das nicht einfach, solange es nicht einfängt. Und ich habe kein Pokémon, wo irgendwie Schlafattacke kann. Da muss ich noch unbedingt was dagegen tun. Aber das steht eh nicht in der Debatte. Mach mal den Punktschlag hier. Und wir ziehen es ab. Oh, noch mehr als ich dachte. Dann nochmal Hochschlag. Und jetzt können wir natürlich jetzt Turtok nehmen, weil Turtok wird durch Flammattacke wirklich sehr wenig verletzt. Können wir aber auch noch machen, wenn sich Lot tot ist. Weil sich Lot alles getan für was ich jetzt brauche in dem Fall. Also. Oh, sieht ihr? Ah, Schaden sich löst, ist jetzt tot. Ja. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir ihm, dass wir Lavados erblinden mit irgendein Attacke, dass er halt seine Genauigkeit gesenkt wird und dass wir ihn halt nochmal mit dementsprechend auch noch paralysieren. Gott, wenn die Fälle sprechen, gerade echt schwer, dass er halt wirklich, dass er auch sich wieder zum Schlag kommt. Und jetzt können wir versuchen, ihn einfach mal mit Hyperball einzufangen. Mit etwas Glück kriegen wir es auch hin. Du setzt Hyperball ein, wir springen vor. Ich glaube nämlich fast, dass ich das nicht schaffe, aber wir versuchen es einfach mal. Nein, das hat nicht geklappt. Nein, das hat auch nicht geklappt. Scheißdreck. Los, fang dich, ja. Oh, so ein Dreck. Nein, verdammt. Das gibt's doch nicht. Jetzt lass dich doch nicht einfach nur paralysiert und geschwächt und jetzt quäl dich doch nicht. Ich hasse es, diese legendären Pokémon zu fangen. Vor allem, wenn ich die auch nie benutze. Oh. Wir brauchen unbedingt den Pokémon, dass es ihn antreten kann. Dann wird es mal schaffen. Ich glaube, da muss ich dann demnächst mal trainieren gehen. Sollten alle Hyperbälle übrigens weg sein, dann werde ich das Spiel. Ich habe gespeichert, neu starten, den Part auch beenden. Dementsprechend, das wäre fast geklappt. Auch beenden und dann neu starten, weil ich die ganze Hyperbälle verschwenden möchte. Sollten wir es allerdings einfangen, dann haben wir es endlich angefangen. Na komm, jetzt mach halt hier. Du uns doch alle jetzt den blöden Gefallen. Bleib in diesem dämlichen Pokéball. Wahnsinn. Oh nein, Flammenwurf, das ist so effektiv gegen den Turtok. Oh, ich muss glaube ich niesen. Niesen. Ich schaffe das, ich bin stärker. Okay, ich glaube, jetzt muss ich doch nicht niesen. Ich hab's überwunden. Ja. Okay, wir haben nicht mehr viele Bälle, Leute. Bald ist es vorbei. Ja, wir müssen wirklich, wie gesagt, ein Pokémon nutzen, das, dass wir. Ja, ich kann nicht sprechen. Ja. Verdammt, jetzt lass dich doch endlich einfangen. Dass ich ihn einschleifen kann, da muss ich wahrscheinlich auch trainieren gehen. Vielleicht finden wir eins auf Island 3, nee, 4. Dass diese Fähigkeit besitzt und. Ja. So, jetzt kommt der letzte Mann. Okay, es ist vorbei. Wir haben es versucht. Okay, wir versuchen den Superball und die Pokébälle. Meisterball will ich nicht verschwinden. Weil wenn ich das Pokémon schlicht einfangen kann, werde ich das andere Pokémon sicherlich auch nicht so leicht einfangen können. Und deswegen möchte ich das hier gar nicht mal so benutzen. Oh, das gibt's ja nicht. Gut. Bring es um. Bam. Was? Hä? Ich habe doch gerade Surfer eingesetzt. Wieso hat es nicht verletzt? Ja, jetzt hat. Hä? Ich das jetzt gerade falsch gesehen, aber ja. Hä? Er hatte nur noch ein KP. Und Surfer hat ihn nicht verletzt. Hat ihn verletzt, aber nicht abgezogen. Ist wahrscheinlich dich aus oder so, oder?
keine Ahnung. Und ja, leider mussten wir jetzt ein legendäres Pokémon töten. Das macht mich jetzt natürlich traurig und deswegen beende ich das Spiel. Beenden? Das kann ich nicht beenden. Liegt wahrscheinlich an dem Emulator. Achso, das beende ich dann. Nee, ich kann nur direkt ausschalten, oder was? Ach, das ist ja lame. So, speichern werden wir jetzt auf jeden Fall nicht. Ich sag dann mal ciao, Leute. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann, wenn ich genau hier neu starte. Ciao.